Meine Damen und Herren, Unternehmer zu sein, ist ein altes Thema, mindestens 150 Jahre. Man kann auch weiter zurückgehen und sagen, in der Geschichte waren die Menschen fast nur Unternehmer, mal vom Hof des Königs abgesehen und vielleicht in den Klöstern. Warum ich das sage, ist, die Bedingungen, ein Unternehmen zu gründen und ein Unternehmen erfolgreich zu führen, haben sich radikal geändert. Und das kann man gar nicht genug betonen. So radikal, dass ich eigentlich vorschlage, den Begriff Unternehmer ins Museum zu stellen und zu sagen, das war mal so Frühkapitalismus, diese Bilder von Käthe Kollwitz, Ausbeutung, dann dieser Zampano, meistens Männer, die das alles so als Heroen tragen und zum Erfolg führen, so Krupp, solche Namen. Und dann natürlich die Kollaboration mit Hitler-Deutschland und dann die Nachkriegszeit und die extrem ungleiche Vermögensverteilung, die daher rührt, dass nur wenige Unternehmer sein konnten, weil sie viel Kapital brauchten, weil sie enorme Durchsetzungsvermögen mitbringen mussten, weil sie mit der Politik, mit den Banken gut zusammengehen mussten oder konnten. Und wir haben heute eine radikale andere Situation. Das brauche ich nicht zu sagen, sondern nur ein Stichwort, das sonst nicht so im Vordergrund steht, ist Arbeitsteilung. Die fortgeschrittene Arbeitsteilung ermöglicht heute völlig anders an das Thema Unternehmensgründung heranzugehen. Und ich versuche mal zu erklären, dass wir wirklich dieses Thema anders verstehen müssen. Wir müssen den Nebel lichten, der uns hindert, zu sehen, wo wir tatsächlich Chancen haben, die es bis vor ganz kurzer Zeit, bis vor 5 bis 10 Jahren überhaupt nicht gab. Und ich würde auch sagen, in den letzten 2, 3 Jahren, Internet, Stichwort, hat sich noch mal eine ganze Menge getan. Ganzes Stichwort Digitalisierung und auch, was ich nenne, mit Komponentengründen. Dies gesagt habend, glaube ich, dass es für viele, die diesen Weg gehen, auch heute noch, eine Hölle ist. Eine oft selbst geschaffene Hölle. Wenn ich Selbstständige angucke, kleine Selbstständige, das Arbeitsausmaß, die Überforderung, die Überlastung, die staatlichen Vorgaben, die Gewerkschaften, das deutsche Arbeitsrecht und so weiter, dann denke ich, das darf nicht wahr sein, dass die wenigen, 10% der Erwerbstätigen, wahrscheinlich weniger, dass die in eine Situation geraten, wo sie gesellschaftlich eine wichtige Arbeit leisten, wo sie auch Pioniere sind im Sinne von Selbstverantwortung übernehmen und dann in eine Situation geraten, die sehr schwierig ist. Sie wissen, die Statistik, die kann man nicht einfach beiseite wischen, sagt 80% der Gründer sind nach 5 Jahren nicht mehr dabei. Wenn sie Glück haben, haben sie rechtzeitig liquidiert. Manche wurden aufgekauft, ja. Aber der Großteil geht in verschiedenen Formen in die Insolvenz und in den Bankrott. Ich sage das deswegen, weil ich glaube, wir können es völlig anders machen. Und ich sage mal, Entrepreneurship, ich spreche von Entrepreneurs, nicht von Unternehmern, weil ich das Innovative betonen will, weil ich das Neue betonen will. Entrepreneurs können von der Hölle, wenn sie es richtig machen, in den Himmel aufsteigen. Das ist ja der Sinn, dass man belohnt wird für die Anstrengung, die man macht. Also gehen wir hier, versuche ich mal den Weg sozusagen von der Hölle, die eigenen Ersparnisse, die eigene Arbeit, die eigene Hoffnung, das Ansehen unter den Freunden und Bekannten zu Grabe tragen im Konkurs, gehen wir mal den anderen Weg und versuchen uns Stück für Stück herauszuarbeiten aus dieser Überforderung und Überlastung, die dann entsteht, wenn man Unternehmer als den Zampano, den Alleskönner, den Allesmacher, der alles seine Mitarbeiter motivieren, von Marketing soll er verstehen, von Buchhaltung, von allem. Und dann soll er auch noch in seinem
eigenen Gebiet, Kernkompetenz so gut sein, dass er das zum Erfolg führt. Drei Sachen sind es, von denen ich glaube, dass sie entscheidend sind, dass wir dieses Thema Entrepreneurship ganz anders angehen. Das eine ist der Punkt, Entrepreneurship ist nicht Business Administration. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und ich sage mal, warum man das nicht zusammennehmen darf. Das sind so die Überschriften, die Hauptüberschriften aus Büchern, die sagen, was gehört alles zum Thema Unternehmensgründung. Und wenn ich diese Hauptüberschriften in Unterüberschriften überführe, alles wichtige Themen, alles Themen, die in einem Unternehmen natürlich vorkommen, dann kommt eine ganze Menge zusammen. Einführung ins Arbeitsrecht. Bis hier muss man doch verstehen, was die Mitarbeiter für Rechte haben, in welche Rechtsverhältnisse ich mich da automatisch begebe. Also da kommt eine Menge zusammen. Das sind alles noch Überschriften, die ich hier habe. Das sind nicht die Details. Und Sie wissen, zu solchen Gebieten, Qualitätssicherung, Zielgruppenanalyse, Finanzplanung, steuerliche Fragen, Arbeitsrecht, das sind ja riesige Themen. Und Sie haben natürlich sehr viele Regularien, Sie haben sehr viele Ausführungsbestimmungen, Sie haben viele höchstrichterliche Entscheidungen, Sie haben nationales Recht, Sie haben EU-Recht. Also nehmen Sie allein mal die rechtlichen Probleme. Sie sind völlig überfordert, Sie sind völlig überlastet. Und wenn Sie sich einarbeiten, wenn Sie sich die Zeit nehmen, einzuarbeiten, sehe ich die Gefahr, dass Sie als Dilettant enden. Weil man in Jura nicht irgendwie das machen kann, sondern man muss wirklich die Details, alle Details kennen. Und da gibt es Gesellschaftsrecht und dann gibt es Vertragsrecht und. Also nehmen Sie nur mal das rechtliche Thema. Es gibt Steuerrecht, auch ein hochgefährliches Gebiet. Sie wissen, die Deutschen sind Weltmeister im Steuerrecht. Es heißt, 60% der Weltliteratur zu Steuern sind aus Deutschland. Es gibt Leute, die sagen, das stimmt nicht. Es sind 80%. Was heißt das? Es heißt, dass ich mich, wenn ich glaube, als Entrepreneur Business Administration machen zu müssen, ich wahrscheinlich in eine Überforderung und eine Überlastung laufe und am Abend zurückkomme und mein Kopf schwirrt und es sind viele Probleme ungelöst und ich habe viele Sorgen und ich komme nicht zu dem, was Entrepreneurship ist, nämlich was ist meine Innovation, wo ist meine Stärke, wo bin ich besser wie die anderen, wo kann ich die Welt, wo kann ich die Kunden ein Stück glücklicher machen und zwar überzeugend, sodass ich ruhig schlafen kann und nicht mit Tricks und irgendwelchen Marketing-Gimmicks und Sachen, die im nächsten Moment mir überholt werden oder aus der Hand genommen werden oder nachgemacht werden, verliere. So, wie kann ich das angehen? Jedenfalls nicht, indem ich das alles versuche, auch nur entfernt zu beherrschen. Wir müssen einräumen, dass wir vieles von dem, was hier sehr präzis, sehr detailliert, sehr präzis gemacht werden muss, nicht machen können. Stichwort Arbeitsteilung. Wir wissen alle, es gibt Masters of Business Administration zu Zehntausenden, zu Hunderttausenden. Bedienen wir uns dieser Masters of Business Administration? Denken wir in Arbeitsteilung? Geben wir es ab, entweder an eigene Mitarbeiter, noch besser, ich greife etwas vor, an Komponenten, an Leute, die das professionell machen und mich ruhig schlafen lassen, und ich es abgebe, Stichwort Professionalität, die im Zweifel mich sogar beraten können, wie ich es noch besser mache, weil meine Vorstellung der Komponente vielleicht unklar war, und die ich in die Haftung nehmen kann, wenn sie es nicht richtig machen. Jeder Professionelle weiß, er hat seinen Preis, ja, aber er wird natürlich in die Haftung genommen. Man erwartet, dass er es professionell erledigt. Das heißt, ich kann ruhig schlafen. Und wenn Sie sagen, das kann ich mir nicht leisten, viele Gründer sagen, ja, das kann ich mir nicht leisten, ich bin ja noch klein, ich habe nicht das Geld, dann sage ich, bitte gründen Sie nicht. Wenn Sie sich professionelle Zuarbeit nicht leisten können, dann ist Ihr Geschäftsmodell, ist Ihr Entrepreneurial Design nicht ausreichend. Gründen Sie nicht. Oder probieren Sie es mal mit Unprofessionalität und dann wissen wir alle, was dabei herauskommt, wenn Sie Professionalität
sich nicht leisten können. Also das Stichwort Business Administration, abgeben, Arbeitsteilung. Und es kommt noch ein zweiter Punkt dazu, der vielleicht nicht so bekannt ist. Es ist ein different Mindset zwischen Entrepreneur und Business Administration. Business Administration ist Detail, ist präzise Buchhaltung, ist Ordnung halten im Kern, ist Ordnung halten. Und Entrepreneurship ist das genaue Gegenteil. Entrepreneurship ist Schumpeter, ist die Unordnung, ist Angreifen, ist Versuchen, ist Innovation, ist das Neue, ist der Pionier. Und Sie wissen alle, das passt nicht zusammen. Ich sehe den Entrepreneur mehr als den Künstler, als den Artisten, als den Verrückten, als den Unangepassten, den Spinner. Das muss er auch sein. Aber er braucht auch Leute, die genau das Gegenteil sind, die dieses präzise Ordnung halten, Ordnung schaffen und das auch sozusagen im Auge haben. Die beiden Typen passen nicht zusammen. Das ist ein klassischer Konflikt in Teams und auch in größeren Abteilungen. Da sind die Spinner und dann die anderen und die hassen sich, weil sie sich gegenseitig das Feld schwierig machen. Für die Ordnunghalter ist jede Veränderung Anathema und für den Entrepreneur sind diese Ordnungshalter Anathema, weil er eigentlich was anderes machen will, weil er woanders hin will. Also es sind zwei verschiedene Mindsets, das muss man verstehen, weil es dann oft personalisiert wird. Der Müller ist so irgendein Idiot, der versteht das einfach nicht. Statt zu sagen, man muss da kooperieren, es sind beide Teile wichtig. Und gerade wenn ich Entrepreneur sein will und abgeben will, dann muss ich natürlich verstehen, dass der andere nicht immer gleicher Meinung mit mir ist und mir nicht um den Hals fällt, wenn ich sage, ich habe es überlegt, wir machen nochmal alles anders. So geht es auch nicht. Wir müssen nochmal umwerfen. Also da ist etwas, ein Konflikt, und je ruhiger Sie sind, je besser Sie diesen Nebel lichten und je besser Sie die Probleme verstehen, desto eher sind Sie in der Lage, tolerant auch zu sein und zu sagen, es ist eben so. Es ist nicht die andere Person, ich bin nicht der Verrückte, sondern es ist ein ganz natürlicher Prozess von Spannungen, den man aushalten muss. Also Business Administration abgeben, es sei denn, man liebt es oder man ist auf einem Ding Spezialgebiet. Wir haben uns gerade unterhalten, Rechnungen. Also Rechnungen ist natürlich das allererste, was man abgibt. Und dann sagt der Kollege, ja, ich kann aber aus Rechnungen eine Art Marketing-Element machen, indem ich die Rechnungen ganz anders mache. Dann fallen meine Rechnungen auf und auf einmal habe ich etwas, was mir Spaß macht und was bei den Kunden gut ankommt. Na wunderbar, würde ich sagen, auf gar keinen Fall abgeben, sondern das machen und sogar als Komponente anderen anbieten. Ist ja toll, wenn plötzlich dieses trockene Rechnung schreiben, was ja die meisten Leute, wenn man daraus etwas machen kann, was ein Tool ist, was sogar sozusagen Sympathie gewinnt, großartig, nicht abgeben. Das ist das Thema Business Administration. Und wenn Sie es radikal denken, dann heißt das, Sie müssen an Ihrem Unternehmen arbeiten, im Gegensatz zu in Ihrem Unternehmen. Das ist natürlich verrückt. Da springen manche Mittelständler auf und sagen, das ist ja völlig Quatsch. Ich bin morgens der Erste im Büro und abends der Letzte. Bin mir nicht zu schade, auch meinen Besen in die Hand zu nehmen. Schön und gut. Aber damit finden Sie weder einen Nachfolger, noch wirklich jemanden, der sich auf Entrepreneurship konzentriert. Wir müssen tatsächlich Abstand haben. Sie müssen als Entrepreneur den Horizont im Auge haben. Sie sind auch da eher wie ein Künstler, nämlich welche Veränderungen gibt es, welche neuen Trends erscheinen, welche gesellschaftlichen Probleme gibt es, wo muss ich hingucken, welche neuen Technologien tauchen am Horizont auf, welche Wettbewerber tauchen am Horizont auf. Also ich muss das Auge auf den Horizont richten, einer muss doch das Schiff führen. Leadership ist doch nicht, dass Sie die Buchhaltung kontrollieren, sondern Leadership ist, dass Sie frühzeitig erkennen und frühzeitig zu Lösungen kommen, wie Sie Problemen begegnen. Sie müssen an Ihrem Unternehmen arbeiten und nicht in Ihrem Unternehmen. Und auch das ist eine Verrücktheit, eine scheinbare Paradoxie, die man aushalten muss und die einem erleichtert, wenn Leute sagen, so kann es doch nicht sein,
dieser Mensch, der da sagt, hat keine Ahnung von Praxis und so. Bin froh, dass ich da meine eigene Praxis habe. Ich bin 2-3 Mal im Jahr in der Teekampagne den ganzen Tag und mir schwirrt abends der Kopf und ich denke, wenn ich da jeden Tag wäre, ich könnte keinen vernünftigen Gedanken fassen. Und ich bin heilfroh, dass ich ein Management habe, das das erledigt und das damit Spaß hat und ich lasse denen völlig freie Hand und ich gehe mal hin, um so die Atmosphäre mitzukriegen. Was so die Stimmung ist, was da für Intrigen sind, was da vielleicht sonst wie, was man nicht so gleich so erkennt, wenn man drin ist, aber mal von außen kommt. Man merkt ja sehr rasch so Atmosphäre und Stimmung. Und da, deswegen gehe ich dahin, aber wirklich sehr selten und auch mit Absicht so. Der Entrepreneur ist das, was früher der Künstler war. Und das ist ja interessant, weil in der Geschichte waren das ja immer Gegenpole, also der Bohemien gegen den Unternehmer. Der Unternehmer, das Stabile, die Familie und die Firma und dann diese etwas schrägen Schriftsteller und Maler und so weiter. Und ich glaube, das verschiebt sich heute. Die Soziologen verstehen das auch. Das ist ein Thema, das gar nicht mehr so sehr außenseiterhaft ist, zu sagen, der Entrepreneur ähnelt dem Künstler, dem künstlerischen Arbeiten sehr viel mehr als dem Verwalter. Business Administration, das Wort Administration im Englischen verrät es ja, Verwaltung. Und Verwaltung ist wichtig und Verwaltung muss präzis gemacht werden, aber es ist Verwaltung, es ist nicht Führung. Das ist deswegen gut, sich mit Kunst zu beschäftigen, weil es Perspektiven eröffnet, neue Perspektiven. Wer sich mit der Renaissance beschäftigt, warum sind diese Medicis so reich geworden? Weil sie sich mit Kunst beschäftigt haben. Es gibt eine Dissertation darüber. Dieser Cosimo von Medici war ein Kunstbegeisterter, der sich mit Künstlern, und zwar nicht irgendwelchen, sondern den berühmtesten fast der Kunstgeschichte, auseinandergesetzt hat. Und da hat er neue Perspektiven gesehen, Zentralperspektive, Erfindung der Renaissance. Und die These ist, dass er deswegen auch Innovation gesehen hat im wirtschaftlichen Bereich, den Wechsel, das ganze Finanz, das Clearing, das wurde ja damals alles erfunden und das hat nicht er erfunden, das haben andere, aber er hat gesehen, welches Potenzial darin liegt, er hat erkannt, welche Chancen da liegen und diese Familie Medici ist in einer Generation zu der damals wahrscheinlich reichsten Familie der westlichen Welt aufgestiegen, in einer Generation mit diesem Cosimo. Das war das Thema Business Administration. Nicht verwechseln mit Entrepreneurship. Der zweite Punkt ist, wie komme ich zu einem Konzept? Wie komme ich zu einem guten Konzept? So nicht. Nicht fragen, was gibt es nicht. Da kommen Sie nur auf schräges, ausgefallenes Zeug. Der Korkenzieher als Handy oder der Handy als Korkenzieher oder sowas. Machen Sie das nicht. Fragen Sie nicht, was es nicht, noch nicht gibt. Es gibt vielleicht schon viel zu viel, würden jedenfalls die Ökologen sagen. Wir haben genügend Probleme. Unsere Gesellschaft hat enorme Probleme, riesige Probleme. Und wir laufen in einem Zeitfenster, wo nicht klar ist, ob dieses Zeitfenster ausreicht, die Probleme zu lösen. Also wir haben genug Probleme zu lösen, als dass wir neue erfinden müssen. Sie kommen da nicht weiter, obwohl das die meisten so sehen. Und die nächste Frage ist das, womit kann ich Geld verdienen? Rate ich ab. Warum? Wenn Sie gleich das Geld im Vordergrund haben, dann kommen Sie nicht auf Ideen, die Begeisterung auslösen. Dann kommen Sie zu sagen, ja, ich bin Kaufmann und bitte kauft mein Produkt. Das reißt niemanden vom Stuhl. Und Sie brauchen als Gründer Begeisterung. Sie brauchen Medien, die auf Sie aufmerksam werden. Und Sie müssen ein bisschen mehr bieten als nur Ihr eigenes Ego und Ihren eigenen Gewinn. Ich sage das nicht, weil ich es moralisch hochwertiger finde, wenn Sie sich für mehr geht es an dem Punkt nicht um Moral, sondern mir geht es um Ihren Erfolg. Wenn Sie nur für sich in die eigene Tasche schaffen, verlieren Sie ein Stück an möglicher Sympathie, die Sie sonst hätten, wenn Sie etwas machen, was ein Stück darüber hinausgeht. Ich bin sehr dafür, dass Sie hohe Gewinne machen, dass Sie selbstverständlich nicht nur überleben, sondern Gewinne machen und hoch belohnt werden, für das, was Sie als Pionierleistung machen, nämlich eigene Verantwortung übernehmen, eigene wirtschaftliche Verantwortung übernehmen, Innovation in diese Gesellschaft bringen. Das muss belohnt werden und muss hoch belohnt werden. Aber es
sie tun sich schwerer, wenn sie es nur sozusagen auf ihrem eigenen Ego machen. Deswegen, auch das klingt verrückt, ein Schuss Idealismus ist gut für sie. Ein Schuss Idealismus ist gut für die anderen, ist gut für ihr Unternehmen, aber es ist auch gut für sie. Aber bleiben Sie Ökonom. Ich sage nicht, jetzt sollen Sie Idealist werden und Ihre Sachen verschenken. Bleiben Sie Ökonom. Sie müssen ökonomisch denken, Sie müssen etwas machen, wo Überschüsse bei herauskommen. Aber denken Sie nicht zu schnell an Geld, sondern denken Sie, mit welcher Idee leiste ich etwas für mich, weil es mir Spaß macht. Und ich nenne das, sich für ein Anliegen einsetzen. Der Guy Kawasaki, einer der Mitgründer von Apple, der dann später ist alles auf diesen Steve Jobs so zugeschoben worden, aber einer der Mitgründer sagt, das ist, was er gelernt hat in 20 Jahren, go for a cause. Nicht so sehr, wie können wir Gewinne machen, sondern go for a cause. Und dann kommen die Gewinne als Nebeneffekt. Sehen Sie, der Henry Ford, das war ein besessener Mensch, das war ein schwieriger Mensch. Den Sohn fast in den Selbstmord getrieben, die Familie gegen sich aufgebracht. Auch sonst eine schwierige Person, aber er war besessen. Glauben Sie doch nicht, dass der nur Geld im Kopf hatte. Das war ein besessener Mensch, der sich überlegt hat, wie man Arbeit radikal umgestalten kann. Er hat da viel experimentiert. Oder Duttweiler in der Schweiz, der war besessen, Lebensmittel preiswerter zu machen und dieses Thema Dritte Welt, was heute Fair Trade heißt, anzugehen. Also ein Stück weit dieses sich ein Anliegen nehmen. Und wenn Sie das alles in Betracht ziehen, dann kommt eine Menge heraus. Dann ist es eben nicht nur ökonomisches Denken, sondern Thema Ökologie könnte eine sein, wo man viele Anregungen bekommt und Probleme lösen kann und Produkte machen kann, Dienstleistungen machen kann, die intelligenter sind, die ein Stück weit überzeugender sind und über die dann berichtet wird und über die diskutiert wird. Sie müssen aufmerksam, es gibt eine Ökonomie der Aufmerksamkeit. Ich spreche nicht von Marketing, ich hasse Marketing. Marketing macht Produkte teuer, es ist immer eine Trickserei, es ist so Werbelyrik. Ich finde, es ist besser, mit Argumenten zu arbeiten. Nun gibt es natürlich auch Marketing mit Argumenten. Ich kann das immer nur so etwas grob, wie sagt man, grobmotorisch darstellen in der kurzen Zeit. Aber ich bin jemand, der nicht auf diese Marketing-Schiene so sehr setzt, sondern auf Überzeugung. Ich würde statt Marketing sagen, eine Ökonomie der Aufmerksamkeit. Wie bekomme ich die Aufmerksamkeit der Medien, ohne dass ich das teuer bezahlen muss und ohne dass ich solche Gimmicks anwenden muss. Und wir haben natürlich die Chance heute, wir sind eine Gesellschaft, wo es nicht mehr nur um Kühlschränke und Waschmaschinen geht, sondern es geht um in der Bedürfnispyramide höhere Werte. Warum sind Facebook, warum sind Google so hoch bewertet? Na, weil sie nicht mehr die Basisbedürfnisse befriedigen, sondern das Bedürfnis nach Connectivity, nach Gemeinsamkeit, nach Freunden, nach Beziehungen. Und das muss man mitbedenken, wenn man selber ein Entrepreneurial Design, also die Architektur seines Geschäftsmodells macht. Da muss man gucken, was kann ich an kultureller Fantasie, auch da wieder die Nähe zu den Künstlern, was kann ich da machen, damit ich mehr bin als nur ein Anbieter von Waschmaschinen. Und jetzt komme ich zum dritten. Und das Stichwort Arbeitsteilung. Der erste Schritt, den man machen muss, ist nicht losrennen und Komponenten suchen, sondern der allererste Schritt heißt Proof of Concept. Und Proof of Concept ist was ganz Wichtiges. Warum? Weil wir leider diese Tradition haben mit den Businessplänen. Das ist ein Mitarbeiter von mir, der Sven Ripsas, hat das damals aus Babson mitgebracht, Anfang der 90er Jahre, ich bin mitschuld. Businessplan ja, solange es darum geht, ein Konzept auszudenken und zu durchdenken. Volle Übereinstimmung. Wenn es darum geht, 3-Jahres-Projektionen zu machen, sage ich, es ist die Zeit nicht wert. Es ist sogar gefährlich. Sehen Sie mal, VW weiß, Sie haben ein bestimmtes Automobil, das ist bekannt, Sie haben Kunden, Sie haben ein bestimmtes Design, Sie haben bestimmte Motoren, Sie haben bestimmte Glaubwürdigkeit in der Gesellschaft. Wenn VW 3-Jahres-Projektionen macht, dann hat das ein Stück Hand und Fuß. Also sie bauen auf Säulen auf, die man ein Stück weit trendextrapolieren kann.
Und Sie wissen alle, trotzdem sind solche Prognosen oft daneben. Wenn Sie das nicht haben, und wir sprechen ja von Innovation, Sie haben etwas Neues, und auf dieses Neue, Unklare, bauen Sie 3-Jahres-Projektionen. Das ist doch verrückt. Ich sage immer, es ist einfacher, die 56. Minute eines Fußballspiels zu prognostizieren. Sie haben ein Spielfeld, Sie haben 12 Spieler auf jeder Seite, Sie haben klare Regeln. Im Markt haben Sie das nicht. Tee konkurriert irgendwie auf eine unklare Art mit Kaffee und konkurriert auf eine unklare Art mit Mineralwasser. Ständig kommen neue Teams auf das Feld, das Tor wird verschoben. Der Schiedsrichter ist irgendwo, aber vielleicht auch gar nicht da. Und es geht sehr dynamisch zu. Ein Fußballspiel ist sehr korrekt und sehr einfach und sehr stabil. Also ich überzeichne immer ein bisschen, aber diese Projektion, dieser Versuch sozusagen, seinem Konzept Sicherheit zu geben, hochgefährlich, hochgefährlich. Ein Plan, denkt man ja, ein Plan, da hat sich ja jemand was ausgedacht, das ist ja was Wertvolles. Und die Banker sagen, na, wo ist denn Ihr Plan? Und die Venture Capital Leute sagen, ja, wir haben doch Milestones festgelegt. Machen Sie das nicht, gehen Sie auch nicht in die Abhängigkeit, sondern versuchen Sie herauszufinden, welche Ihrer Annahmen stimmen und welche stimmen nicht. Sie können ein Konzept nennen als ein Bündel von Annahmen. Es ist im Grunde genommen ein Bündel von Annahmen. Stimmt mein Produkt oder die Dienstleistung? Stimmt der Preis? Stimmt das Design? Ist meine Vertriebsform realistisch? Und. Sie haben eine ganze Menge Fragen, wo Sie sagen können, das sind alles Annahmen. Im Grunde genommen haben Sie, wenn Sie ein durchaus interessantes, gutes Konzept erarbeitet haben, ein Bündel von Annahmen. Und dieses Bündel von Annahmen sollten Sie testen und nicht gründen, sondern Sie sollten testen, also zum Gründen, zum Gründungsprozess oder zum Vorgründungsprozess gehört das Testen der Annahmen, ganz wichtig, ganz entscheidend, ganz entscheidend. Und wenn Sie das getestet haben und Sie die Sicherheit haben, dass es läuft, wissenschaftlich würde man sagen, es gibt so etwas wie Discovery-Driven Planning. Also Sie müssen ausdenken und dann, wenn Sie Sicherheiten haben, wenn Sie Ihre Annahmen getestet haben, dann kann man allmählich so etwas wie eine Planlinie entwickeln. Aber vorsichtig, Plan hat immer so eine Scheinsicherheit. Man glaubt an seinen Plan, man glaubt, man muss den Plan einhalten. Sie müssen gucken, welche Annahmen stimmen. Und wenn das alles gemacht ist, dieser Proof of Concept, dann können Sie sagen, jetzt gehen wir in Komponenten. Und Sie kriegen heute zu fast allem und jedem Komponenten. Sie müssen nicht sagen, ein Unternehmen ist irgendwo ein Ort. Und da sind Räume und da sind Arbeitskräfte und da ist eine Einrichtung und da wird irgendetwas gemacht. Sie können ein Unternehmen heute völlig virtuell führen. Das ist überhaupt keine Frage. Internet längst klar. Ich muss diese Arbeitsteilung nutzen, haben wir am Anfang schon gesagt. Und ein Beispiel, ich sage immer, im Grunde genommen ist der Entrepreneur heute ein Komponist. Das Bild des Komponisten passt sehr gut. Warum? Er spielt nicht die Orchesterinstrumente selber. Er kann sie in der Regel auch gar nicht. Wenn er eines kann, ist es schön. Er ist auch nicht der Dirigent, sondern er ist der Komponist. Er schafft die Innovation. Und von ihm erwartet man, dass er eine Innovation schafft und nicht abschreibt. Der Komponist ist Komponist, weil er etwas Neues komponiert. Aber er fängt nicht von Adam und Eva an, sondern er hat Noten. Er hat Orchesterinstrumente. Er baut auch nicht den Orchesterraum. Er zwickt auch nicht die Tickets ab. Sondern das ist alles hocharbeitsteilig und von ihm wird erwartet, dass er die Innovation in die Welt setzt. Das ist die Aufgabe des Entrepreneurs, Innovation. Alles andere abgeben. Und im Bild des Komponisten ist es so, wenn er selber dirigieren will, ja, aber das muss er nicht, ist nicht seine Aufgabe. Wenn er das machen will, gerne. Wenn er sich unter das Volk setzt und die Tickets abzwickt, kann er das auch machen. Niemand verbietet ihm das, aber es ist nicht seine Aufgabe. Seine Kernfunktion, warum man ihn Komponist nennt, ist, dass er die Innovation in die Welt setzt. Das ist der Punkt. Hier haben wir den Mozart. Und jetzt ein Beispiel. Viele von Ihnen kennen das schon, aber es ist ein wunderschönes Beispiel, was eine Firma ist,
die aus 100% Komponenten besteht. Und die Idee heißt, Assistent von mir, Raphael Kugel, nach der Uni, sagt er, lieber Entrepreneur werden, als an der Uni bleiben. Die Idee ist, wenn Sie Fruchtsaft trinken, ist das in fast allen Fällen ein 5% Konzentrat und der Fruchtsafthersteller mischt das mit Wasser und dann kommt noch ein bisschen Konservierungsstoffe oder Zucker oder sowas dazu. Kann man das nicht selber? Können Sie nicht selber Fruchtsafthersteller werden, indem Sie das Konzentrat kaufen und dann aus der Wasserleitung, zumindest Deutschland, Österreich, Schweiz, sehr hohe Qualität, sich Ihren Fruchtsaft selber herstellen? Ist viel preiswerter. Sie müssen das Wasser nicht mehr teuer bezahlen, Sie müssen es auch nicht schleppen. Sie haben viel weniger Verpackungsanfall. Natürlich ist es preiswerter und bequemer, weil Sie sich schicken lassen können. Das ist die Idee von Ratio Drink. Hört sich einfach an, haben wir monatelang diskutiert, aber irgendwann war das Ergebnis. So, jetzt wie gründet man die Firma? Sollen wir jetzt Fruchtsaftkonzentrat herstellen? Könnten wir machen. Brauchen wir hohe Investitionen? Müssen wir uns einarbeiten, wie man Fruchtsaftkonzentrat herstellt? Ich ahne schon, dass das alles ziemlich viele Fragen aufwirft und so. Warum nicht mit einem Fruchtsafthersteller zusammengehen, einen finden, der einem das liefert? So, haben wir schon eine Komponente, müssen doch das Fruchtsaftkonzentrat nicht selber herstellen. Wie ist es mit der Verpackung? Da guckt man, was gibt es für Verpackungen, welche eignen sich? 3 Liter Bag-in-Box eignet sich gut, löst das Konservierungsproblem, kommt kein Sauerstoff ran, wunderbar, hält 18 Monate. Wenn Sie Ihren Fruchtsaft sonst aufmachen, vor allem wenn es Direktsaft ist, ist er nach 3 Tagen kaputt oder nach einer Woche, der hält viel länger. Machen wir die Verpackung selber, warum denn das? Lassen wir selber abfüllen, keimfrei abfüllen, wieder eine große Investition, wieder, wie macht man das alles, welche Zertifikate braucht man, um keimfrei abzufüllen und so weiter. Lassen wir alles machen. Ja, Büro, braucht man ein Büro? Gibt es einen Studenten von mir, Holger Jonsson, E-Büro, 500 Leute inzwischen. Dann machen wir doch lieber dort unser Büro, als dass wir selber anfangen, ein Büro einzurichten. Die Räume mieten, Gewerbemietvertrag, die Sekretärin finden, die Einrichtung. Kostet alles viel Geld und Zeit. Machen wir doch so viel schneller. So, wer macht die Buchhaltung? Na, nicht wir selber. Haben wir auch jemanden, Komponente, der die Buchhaltung macht und die Logistik, selber die Pakete packen. Warum? Logistiker, rate ich Ihnen allen, ist preiswerter, sonst sind die Komponenten teuer. Professionelle Komponenten sind teuer. Die Logistikkomponente ist preiswerter, als wenn Sie selber machen. Paket zur Post ist 5-6 Euro, die machen es für 3-4, weil Sie ganz andere Größenordnungen haben und so weiter. Also immer abgeben, Logistik nicht selber machen. So, jetzt haben Sie lauter Komponenten. Jetzt können Sie fragen, was macht denn der Raphael Kugel? Das heißt ja so, ja, 10, 12, 14 Stunden muss man schon arbeiten als Entrepreneur. Fragen Sie ihn mal. Er hat 2 Kinder, baut ein Haus aus, er hat noch 2 andere Firmen. Er würde sagen, na doch, so eine halbe Stunde am Tag schon. Doch, doch. Koordinieren, ist genügend Verpackungsmaterial, also ist genügend Bag-in-Box da, ist der Fluss, also die Komponenten koordinieren, wobei wir im Moment gerade lernen, die können sich auch zum Teil selber koordinieren. Die können sich auch kurzschließen, sodass selbst die Koordination ein Stück, ist natürlich eine einfache Firma. Ist nicht Siemens mit 276 Geschäftsbereichen und davon einer Elektrogeräte. Also das ist der Vorteil eines kleinen, überschaubaren Unternehmens. Das ist Ratio Drink, 100% Komponenten. Es gibt ein Problem, nämlich wenn ein Journalist kommt und sagt, kann ich Sie in Ihrem Unternehmen interviewen? Da sagen wir, schwierig. Sie können zu uns in die Küche kommen oder wir können uns in einem Café treffen oder Sie können in unseren Laptop gucken oder ich kann Ihnen so eine Folie zeigen. Aber in der Firma treffen, wo sollen wir uns denn in der Firma treffen? Also es ist ein virtuelles Unternehmen mit großen Vorteilen, natürlich im Netz. Sie können das auch sehr rasch international eskalieren, brauchen Sie einen Dienstleister, der das dann im jeweiligen Land organisiert. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also diese Überlastung, Überforderung, dieses Zampano-hafte des Unternehmens und des Unternehmers abgeben an etwas wie Entrepreneurship, der Komponist, der Entrepreneur, use components. So sah das früher aus. So waren Unternehmen. Und so kann man das heute ansehen. Und wie gesagt, professionelle Komponenten. Um Gottes Willen nicht Ihre Freunde, Anfänger, Stümper,
preiswerte Billiganbieter, die so irgendwas versprechen und so, sondern professionelle Komponenten, auf die sie sich verlassen können, die sie auch natürlich in die Haftung nehmen können, muss man ganz klar sehen. Hat riesige Vorteile. Sie brauchen praktisch kein Investment mehr. Also viele sind ja, statt am Konzept zu arbeiten, auf Kapitalsuche. Um Gottes Willen. Hören Sie auf, nach Kapital zu suchen, sondern gehen Sie mit Komponenten. Wo ist denn Ihr Investment? Da kommen Sie mit Ratio Drink, kommt man mit 5.000 Euro aus. Und selbst die bräuchten wir fast nicht. Kein Investment. Sie wissen keine fixen Kosten. Jeder Ökonom weiß, die fixen Kosten sind der Tod. Sie haben jetzt investiert, die Kunden kommen doch langsamer, als sie geglaubt haben, die kommen immer langsamer, als sie geglaubt haben. Es nimmt immer mehr Zeit und dann wissen sie, dann laufen sie gegen so ein Zeitfenster. Ich kenne viele Gründer, die sagten, wir waren aus dem Bottom raus, wenn wir noch ein paar Monate Zeit gehabt hätten, aber dann kam die Insolvenz. Also dieses Thema, die fixen Kosten laufen und ich habe zu wenig Einnahmen und der Break-Even kommt zu spät, das ist eben bei diesem Modell mit den Komponenten völlig anders. Und Sie haben Kosten, Sie haben variable Kosten. Und wenn Ihre Sachen verbraucht sind, müssen Sie gucken, dass Sie wieder neue bestellen, dann haben Sie aber Einnahmen. Also Sie haben ein ganz anderes Finanzierungsmodell. Der entscheidende Vorteil ist, Sie sind von Anfang an professionell, was Sie sonst nicht sind. Sie sind Stümper, in den meisten Gebieten sind Sie Stümper und gefährlicher Anfänger, der glaubt, ein bisschen was zu verstehen. Und Sie sind hocheffizient. Sie haben die Economies of Scale, die Sie am Anfang nicht haben. Sie müssen ja normalerweise erst in eine Größenordnung wachsen, die Ihnen effiziente Economies of Scale beschert. Und hier haben Sie die, weil Ihre Komponenten natürlich längst effizient sind. Und wenn sich herausstellt, es klappt nicht, dann sagen Sie der Komponente, tut mir leid, nach dem ersten Auftrag kommt nichts mehr. Da sagt die Komponente, ist aber schade, aber das war's. Wenn Sie eigene Angestellte haben, die können Sie nicht über Nacht vor die Tür setzen. Wenn Sie investiert haben, dann haben Sie investiert, dann kommt die Bank und fordert den Kredit zurück und dann sind Sie insolvent. Sie haben den Kredit ja nicht auf dem Sparbuch, sondern Sie haben ihn investiert. Also das ist natürlich viel flexibler, nicht Proof of Concept, wenn sich doch herausstellt, bei aller Überlegung, es haut nicht hin oder morgen kommt ein Wettbewerber, der irgendwie noch ein besseres Konzept hat oder preiswerter ist, dann kann ich relativ schnell abbauen. Ich kann über Nacht, ich kann mit 5 Anrufen abbauen. Und sagen, sorry, es kommt kein Auftrag mehr nach, wir müssen einstellen, es funktioniert nicht. Und dann habe ich nicht viel Geld verloren, ich habe nicht viel Arbeitszeit verloren, ich habe keine Leute vor die Tür gesetzt, ich habe dieses ganze Horrorszenario von Insolvenz und Konkurs nicht. Jetzt erzähle ich Ihnen zum Abschluss noch eine Geschichte, die dieses Komponentendenken vielleicht nochmal verdeutlicht. Ich sitze im Flieger nach Asien, ich bin viel in Asien unterwegs und da ist dieses ganze Thema Entrepreneurship viel älter und viel verankerter in der Kultur. Neben mir kommt man ja ins Gespräch, 10 Stunden sitzt man da. Neben mir sitzt ein Chefingenieur von ThyssenKrupp. Und was war interessant, der baut eine Zementanlage, ein Zementkomplex nördlich von Bangkok, Sawaburi, berühmtes Industriegebiet. Und ich unterhalte mich so mit ihm und er erzählt so, was so die Probleme sind. Und ich denke so im Kopf, mein Komponentenansatz. Und so nach 2 Stunden dachte ich jetzt, traue ich mich mal was und sage, hören Sie mal, ich würde Ihnen gerne sagen, ich bin Hochschullehrer und ich habe von Zement keine Ahnung. Ich habe schon mal einen Zementsack gesehen, aber das ist es auch. Ich würde Ihnen gerne sagen, wie ich diese Zementanlage bauen würde. Und da entstand eine Pause, der sagte nichts, es war meine Chance. Und ich hatte mir das vorher zurechtgelegt. Und ich sagte, ich brauche zwei Sachen. Erstens, ich brauche ein Ingenieurbüro, das Erfahrung hat im Bau von Zementanlagen. Das muss ich mir suchen. Und diesem Ingenieurbüro gebe ich einen Auftrag, nämlich, Sie wissen, was man für eine Zementanlage braucht, kaufen Sie auf der ganzen Welt zusammen, was Sie an Komponenten brauchen. Ja, das ist es, ein Ingenieurbüro und Komponenten. Und ich bin derjenige, der diese Zementanlage sozusagen bauen lässt. Was halten Sie davon, habe ich ihn gefragt.
ich war darauf eingestellt, dass er sagt, so lieber Herr Professor, es ist interessant, womit Sie sich beschäftigen, aber ich sage Ihnen mal so. Eine überraschende Antwort. Er sagte, wissen Sie, so sehr viel anders machen wir das ja bei ThyssenKrupp auch nicht. Wir haben im Haus ein eigenes Ingenieurbüro, das Erfahrung hat, und wir haben im Haus auch eine Reihe von Komponenten, die wir natürlich von ThyssenKrupp beziehen, aber den Rest der Komponenten kaufen wir in Südkorea, in Taiwan und in China und sonst wo. Sage ich, na hören Sie mal, wenn ich das auch kann, bin ich nicht preiswerter wie Sie? Da sagt er, na klar sind Sie preiswerter, Sie haben ja nicht den Riesenkonzern und diese Bürokratie an der Backe. Dann sage ich, na hören Sie mal, wenn ich das preiswerter kann, was bedeutet das denn für ThyssenKrupp? Wenn jeder das kann, wenn sich das herumspricht, dann sagt er, ja, wir haben kürzlich in China eine Zementanlage gebaut, die war noch gar nicht fertig. Und da gab es eine Ausschreibung in Dubai und da haben sich diese Chinesen beworben. Und wissen Sie, wer den Zuschlag gekriegt hat? Ich sagte, ich ahne es. Und dann sagte ich, hören Sie, jetzt mache ich mir aber ernsthaft Sorgen über ThyssenKrupp. Wie sehen Sie denn die Zukunft dieses Geschäftsmodells? Und da entstand eine längere Pause und dann sagte er, ich gehe in 2,5 Jahren in Pension. Das war seine Antwort. Ich gehe in Pension. Das ist natürlich eine Revolution. Das ist eine Revolution. Also wenn wir praktisch diesen ganzen Bereich, und wir müssen ja nicht, ich warte ab, mit einer Zementanlage zu beginnen. Das ist nur ein besonders drastisches Beispiel. Also ich würde anders beginnen. Aber wir können mit Komponentenmodell, mit dieser Unterscheidung Entrepreneurship Business Administration und dem Fokus auf Innovation, nicht auf Buchhaltung, auf Rechnung schreiben und sowas, sondern den Fokus auf Innovation, können wir eine Welt schaffen, die wirklich anders ist. Und das glaube ich. Ich glaube, dieses Land geht vor die Hunde. Wir werden Altersarmut kriegen, wir werden riesige Probleme kriegen. Wir, gerade wenn Sie in Asien sind, sehen Sie das, uns läuft an allen Enden, sozusagen schwimmen uns die Fälle weg. Wir müssen ein Stück weit etwas auf die Beine stellen mit sehr viel mehr Entrepreneurship, mit sehr viel mehr Ideen, mit sehr viel mehr Tiefgang. Und ich denke, die europäische Kultur, nicht diese Gleichmacherei, Gott sei Dank sind Griechen anders und Franzosen und Spanier anders als die Deutschen, bin ich dafür, die jetzt alle gleich effizient zu machen. Wir können aus dieser europäischen Kultur und Geschichte und dieser Andersartigkeit, Vielfalt, können wir eine Menge machen. Diversity breeds innovation. Also wir müssen diese Vielfalt nutzen und es geht nicht um Kühlschränke, sondern es geht um das, was wir, es geht um Tourismus, es geht um Bildung, es geht um Beziehungen, es geht um, ich brauche Ihnen das nicht sagen, es geht um postindustrielle Werte. Wir sind nur noch zu 20% Industriegesellschaft, Tendenz abnehmen. Es geht um postindustrielle Werte und da haben wir in Europa mit unserer Geschichte und unserem Wissen und die Art, wie wir aufgestellt sind, hervorragende Bedingungen. Und da muss es lang gehen und da müssen wir versuchen, Entrepreneurship zu machen. Und dann passt das für mich alles zusammen. Und das würde ich meinen, ist eine Geschichte, die überall stattfinden kann, die möglich ist, die eigentlich für Sie zum Greifen nahe ist und wo ich nur sagen kann, machen Sie es richtig, machen Sie es und Sie haben alle Chancen, nicht in die Hölle zu gehen, sondern sich etwas zu schaffen, einen kleinen, selbst geschaffenen Himmel statt der selbstgebastelten Hölle. Vielen Dank.